Also nochmal ein Versuch. Herzlich willkommen, liebe Leute. Seid gegrüßt zur neuen Runde LS22 hier auf der Nordfriesischen Marsch. Jetzt natürlich nur an die YouTube-Zuschauer, denn Twitch weiß schon Bescheid. Darf ich mich dann wieder fürs Reinschalten zu einer neuen Runde, um nochmal kurz zu erwähnen, was ich gerade eben gezeigt habe. Denn natürlich war ich wieder geschickt. Zu Beginn hier, das Intro war nicht drin. Aufnahme startete nicht. Wenn schon, denn schon. Ne? Wenn, dann kommt es gleich ordentlich. Ich habe gerade die Weizen, also räumen wir das einmal rückwärts auf. Die Weizen-Malzproduktion ist leer. Wir haben keinen Weizen mehr und dementsprechend habe ich gerade die Produktion gestoppt. Nützt ja nichts. Ich finde immer noch, dass das Mikro eben ein bisschen zu weit ausschlägt. Naja. Dann, wichtigere Information, als dass meine Malzproduktion leer läuft, ist aber wahrscheinlich noch, dass in Zukunft der Deichschafstall, hier unser schön Schafe am Deich, geländegängig, so, in Zukunft Platz haben für 100 Tiere mehr. Also falls ihr euch wundern solltet, ne, warum auf einmal wieder Platz ist bei euch im Stall, obwohl ihr gar keine zum Schlachter gebracht habt, die Tiere haben jetzt Platz. Für gut und gerne 100 Schäfchen mehr. Ganz uneigennützig, wie ich gerade eben schon mal sagte, denn ihr wisst, mein Stall ist voll und so ist wieder Platz für 100 mehr. Der Schweinestall ist ja erhöht auf 1000 und die Deichschafe in Zukunft auf 600. Gut, dann habe ich schon den Hackschnitzelfahrer losgeschickt, der die Zellstofffabrik versorgen soll. Ja, viel mehr habe ich auch noch nicht geschafft. Dann habe ich schon gemerkt. Red Max, also es wird sowieso ja ein Update geben, ne? Und du brauchst das Animal Script noch. In der nächsten Version nicht mehr. Hatte ich auch überlegt, Tipp beim Livestream-Chat, ob ich ein bisschen Erde aus den Gräben vielleicht holen möchte für das Gewächshaus. Ist jetzt eine Überlegung gewesen. Ich habe nur mal vorhin die Mods durchgescrollt und gesehen, es gab eine Menge große neuer Bagger. Updates von Baggern. Habe ich aber beim Handy durchscrollen gesehen und jetzt gerade eben auch nicht mehr daran gedacht, mir das runterzuladen. Also vielleicht am Sonntag. Weil wir werden eh noch nicht komplett durch den Winter kommen. Und dafür ist dann meistens doch zu viel zu tun. So. Fernie ist leer. Düngerhersteller braucht Gülle. Ich weiß nicht, ob wir da noch was haben oder ob das alles leer ist. Gucken wir mal gleich. Vielen, vielen Dank natürlich noch an Reef Junkie mit dem 15. Monat. Ne? Vielen, vielen herzlichen Dank für den Substufe 1 im 15. Monat. Danke, danke, danke. Girmus auch herzlichen Dank. 32 Monate voll gemacht. Herzlichen Dank, Wahnsinn. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Support, liebe Leute. Danke, danke, danke. Kennt ihr eigentlich Sebastusum? Ja, persönlich nicht, ne? Aber wir waren schon mal da, weil wir auch aus der Region kommen ursprünglich. Nur das ist mittlerweile ja ein bisschen weit weg, ne? Moin, moin, Gerd auch. Sei gegrüßt. Ziemliche Kälte, muss schauen, was die Stimme macht. Der Black Forest. Okay. Ja, kannst ja gucken. Also wenn es gar nicht geht, ne, dann schon dich lieber. Wenn du sagst, das passt schon. Du kannst ein bisschen arbeiten, aber halt nicht reden. Ist auch in Ordnung. Ne? Da muss man nur zwei, drei kleine Absprachen treffen. Muss ja nicht die ganze Zeit schnacken. Musst du gucken, wie es dir geht. Ansonsten ist es mal so. Das ist dann, wie es ist. Gesundheit geht vor. Und ne, sehen wir dann. Gute Besserung auf jeden Fall trotzdem dann schon mal für hoffentlich zwei Tage Blitzbesserung. Das Lager kommt noch nicht rein. Ich glaube auch noch nicht, dass es nächste Woche kommt. Wie ist der Stand der Dinge im Zentrallager? Blood Angel hat sich ja bereit erklärt und auch auf meine Bitte hin, also jetzt nicht, ne, sich in den Vordergrund, sondern einfach auf meine Bitte hin und bereit erklärt, die Hallen nochmal. Ich wollte ja gerne ein bisschen Lagerlogistik-Hallen mit dem Flachdach haben, nicht mehr dieses alte Modell, ein bisschen neues Modell. Und ja, da sind so im Verlauf der Woche, haben wir uns ein bisschen abgestimmt, da waren ein paar kleine Schwierigkeiten drin, was Texturen und so weiter angeht, was das Modell anging und dann auch ja, Zeit bei mir einfach wieder nicht vorhanden gewesen, um da jetzt das letzte Finishing zu machen, was die Halle an sich angeht. Ich sag mal, mit den Lagerskripten selber bin ich ganz gut vorangekommen, hat sich aber auch noch leider eine Sache ergeben, dass einmal das Modell an sich halt noch nicht ganz hundertprozentig fertig war oder auch heute wahrscheinlich noch nicht ganz fertig ist. Aber theoretisch, also Lagerhauskühlung gibt es. Ich zeige euch jetzt gleich auch nochmal die hier oben die interessanten Frames, je nachdem welche Halle man platziert. Das ist nicht ganz machbar, ne? Also ihr seht, Revamp, wie gesagt, lädt erstmal pauschal alles, was da ist, obwohl wenn ich es platziere, ist alles weg. Das kriegt man auch nicht ganz so leicht ohne irgendein weiteres raus. Lebensmittel, Obst und Gemüse, die sind ein bisschen kritischer. Wenn man da wirklich hier, ne, seht ihr auch, geht auch bei mir die Zahl bös in roten Bereich.
Aber das ist nur in dem Moment, wenn man es platzieren will. Wenn man es platziert hat, ist alles im grünen Bereich. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen darin, dass die Occluder-Meshes sozusagen das, was, also dieses Verstecken, ne, diese Objekte, die im Hintergrund versteckt werden, wahrscheinlich auch erst aktiv arbeitet, sobald man das Gebäude platziert hat und so weiter und so fort. Also, ja, also die vier seht ihr, sind halbwegs fertig. Das Modell, das habe ich zu wild durchgeklickt, das macht keinen Sinn. Objekt wird geladen, aber wahrscheinlich schmiert er jetzt gleich ab, ne? Also wild durchklicken macht im LS nie Sinn, ne? Das ist klar. Ja. Jetzt hat er sich bei Obsthalle über den Haufen geworfen mit dem Silo Palette Spawner Speciation Lure. Also die Silo Palette Spawner Speciation Lure hat sich jetzt praktisch durchs Wilde hin und her klicken über den Haufen geworfen und ist abgeschmiert. Also, na, wird er nicht mehr. Wird er wohl leider nicht mehr retten können. Jetzt mal einen Werner gucke ich gelegentlich, klar. Aber ich komme auch meistens nicht dazu. Ich werde aber jetzt dazu kommen, einmal das Spiel neu zu starten, ne? Also kann ich nochmal wieder von vorne anfangen. Ich weiß nicht, ob gerade eben schon Autosave eingesetzt hat, weil das Spiel ja schon ein paar Minuten läuft, aber ihr seht, also ich kann hier noch durchklicken, aber lädt mir nichts mehr, ne? Ich komme auch nicht mehr raus aus dem Menü. Er hat hier, ne, den Script Silo Palette Spawner Speciation Fehler. Keine Ahnung. Durch wildes Blödes hin und her klicken kann sowas wohl passieren. Gut, ich schmeiß uns hier mal raus, schmeiß uns hier mal wieder neu rein. Da haben wir nochmal einen Augenblick und dann ist das so. Guten Abend, Karin, moin moin, vielen Dank. Ich habe wieder noch nicht reingeguckt, ich habe von Karin auch noch ein Safe Game gekriegt. Irgendwann machen wir es demnächst. Läuft bergab und rückwärts, aber läuft, siehst du. Knoppelschaden, vielen, vielen herzlichen Dank für 300 Bits. Ottholm, danke dir für den 6. Monat. Vielen herzlichen Dank auch für den Support an Gradler mit 33 Monaten. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Alter, komm. Was ist los bei dir? Vielen, vielen krassen herzlichen Dank. Ja, ne, so kriegen wir die Wartezeit hier auch überbrückt. Ja, also um gerade eben nochmal weiter zu erzählen, Zentrallager, ihr habt gerade eben gesehen, ja, man soll nicht wild hin und her klicken. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch noch ein kleiner Fehler in der Obsthalle, kann natürlich durchaus sein. Also der nächste Schritt ist natürlich, das Modell jetzt fertig zu kriegen. Denn die letzte Halle, die noch fehlt, ist die Getränkehalle, aber die ist klar, da ist eh nicht viel drin, das geht relativ zügig. Dann gibt es aber ein neues Problem, und zwar, ich hatte ja gedacht, dass wir so gut, dass dieses Display, was Achim ja gemacht hat, das Big Display, runtergeladen habe ich es, genau. Ich dachte ja, dass wir so schön das Big Display von Achim nutzen können. Das bezieht sich denn aber, das funktioniert leider so nicht wie gedacht. Denn wenn man sich kurz vorstellt, ich versuche das nochmal weiter zu erzählen. Ist heute wieder eher eine Schnackfolge, als hier, dass irgendwas Produktives passiert. So, hier haben wir ja den Bauplan fürs Zentrallager. Und die Lagerhallen, seht ihr ja, sind ja immer auf diesen vordefinierten. Das ist ja auch blöd hier. Boah, tief im Boden. Naja, ihr habt hier, ihr kennt es ja, hier vorne ist die Werkstoffhalle, das Orangene, die Gelbe ist die Lebensmittelhalle, das Grüne Obst und Gemüse, Blau ist Getränke und Weiß ist Kühlung. Und der Paletten-Spawn-Punkt ist ja hier unten drinne. Und ich dachte ja, dass wir an diese fünf Flächen hier so schön die Displays ransetzen können, aber das Display bezieht sich immer auf das nächstgelegene Lager, was zur Folge hätte, dass logischerweise hier nur das Lebensmittellager und vielleicht, je nachdem, wenn man rechts ist, das Obst- und Gemüselager angezeigt wird, alle anderen Lager aber zu weit weg sind und hier dann nicht angezeigt werden. Wenn wir hier fünf Displays platzieren, haben wir dreimal Lebensmittel und zweimal Obst- und Gemüse-Displays, aber nicht die benötigten anderen drei. Was leider zur Folge hat, ich muss für jedes Objekt ein eigenes Display basteln, was dann nachher passend hier unten wieder mit rein hier unten drinnen sitzt, sobald man das Gebäude platziert. Hat Vor- und Nachteile natürlich, ne? Man kann das ein bisschen besser platzieren, so winkelmäßig, dass es nachher genau im 90 Grad Winkel sitzt, ohne Probleme dazu kriegen in der Platzierung, ganz leicht dann. Und ja, ist natürlich trotzdem nervig, weil ich sag mal, 100 Produkte muss ich jetzt nochmal ein Display für haben, wo dann halt vorne wieder der Name steht, dahinter meinetwegen der Fülltyp. Ist eine Arbeit von, weiß ich nicht, locker nochmal, ja, ich muss die Displays noch schreiben, machen, die ganzen Fülltypen. Ich sag einfach mal 10 Stunden. Ne? 10 Stunden reine Fleiß-Modding-Abarbeitungszeit so ungefähr. Dann
Ja, dann wäre ich mal soweit. Also irgendwie ist ein bisschen weitergelaufen. Es hat wohl ein Autosave zwischendurch eingesetzt. Das sehen wir schon mal. Ich sag nochmal vielen, vielen Dank für 20 Subs. Wenn ihr am Start seid und auch ein Geschenk gerade bekommen habt, ne? Ein Eingeschenk bekommen von Tom. Danke Tom. Dann auch gerne danke an Tom hier im Chat. Ne? Danke, danke, danke. Runtergeladen, wie gesagt, Karin, habe ich die Datei, aber noch nicht reingeguckt. So. Das gleiche. Gut, bei Tom habe ich zumindest runtergeladen und auch reingeguckt. Das ist irgendwie ein mega, mega krasser Spielstand, wo man halt sieht, wenn man, was man so aus der Karte rausholen kann, wenn man da schon ein paar Stunden mehr aktiv war und auch schon ein ganzes Stück weiter jetzt als ich hier in meinem Spielstand. Ja, bei Karin soll ich mir angucken und vorstellen. Bei Tom, glaube ich, machen wir das denn genauso. Ne? Also ihr wolltet jetzt nicht dabei sein, sondern ich werde das demnächst mal dann irgendwie starten. Dass man, bevor man loslegt, zum Beispiel am Sonntag oder so, oder am nächsten Donnerstag, muss man gucken, eure Spielstände mal der Allgemeinheit hier präsentiert. Wie auch immer ihr das möchtet. So, Parkplatz, der hat einen Parkplatz. Sind wir noch in der Feldarbeit einig? Also bei dem waren wir gerade zum Schluss irgendwas am Hof am Rumregeln. Alter, hau denn da nochmal. Olli Connect gehört auch nochmal 10 Subs an die Community. Auch an dich vielen herzlichen Dank für den Support hier. Mega, mega. Damit 132 Mal gegönnt. Und Tom nochmal, um nochmal zu sagen, hat insgesamt 170 Mal gegönnt. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank. Mega, mega. Möhren auf 78 ernten. Alter. Das ist eine Fleißaufgabe auch. Ja, also da seht ihr, ne? Also Party Beats auch nochmal vielen Dank für den 23. Monat. Liebe Leute, krasses Ding. Vielen Dank für euren Support. Und dabei ist das Lager noch nicht mal fertig, ne? Aber ich bin ein bisschen weitergekommen mit den Leerpaletten. Alter, was ist denn los bei euch? Jetzt will jeder nochmal ein Paket. Ist noch, ne? Sah ich so bedürftig aus in dem Short-Video bei McDonalds, das Shelly vorhin wohl noch gepostet hat. Sie sagte, ich poste das jetzt, ne? Mach doch. Ich hätte gar nicht gedacht, ich habe es noch gar nicht gesehen, was sie aufgenommen hatte. War nämlich, ne? Gestern Abend bei McDonalds. Nicht heute, gestern Abend war es bei McDonalds. Leute, Leute. Also Daniel verschenkt 5 Subs an die Community. Vielen herzlichen Dank. Gerd gönnt 10 Subs an die Community. Vielen herzlichen Dank. Liebe Leute, vielen Dank für den Support. Mega, mega krass. Nee, also die Displays müssen neu gemacht werden. Jede Halle kriegt praktisch ein Display, was ja auch an vordefinierter Stelle sein muss, damit es nachher stimmig aussieht. Und das heißt, ich muss für jeden Fülltyp, also ein Fülltyp kann sein in einer Obst- und Gemüsehalle, Erdbeeren, Apfel, Birne, muss ich für jeden einmal, ich muss es schreiben, damit es nachher halbwegs ähnlich aussieht, wie zum Beispiel hier in so einem Lager. Und es wird dann halt hinten 0 stehen, wenn nichts drin ist, ne? Und wenn was drin ist, steht halt was. Und dann kann man auch sagen, okay, wenn du 80% voll bist, sollst du rot sein oder orange und 90% rot oder so die Zahl. Das kann man alles vordefinieren. Aber ich dachte, ich kann es einfach haben und einfach, wir nehmen dieses praktische Display, stellen das hin und er zieht es dann hin. Ich dachte, das bezieht er vielleicht auf den Player-Trigger, aber das macht er leider nicht. Er macht es auf das Lager, auf den Storage, auf den Platzierungspunkt vom Lager, sage ich mal, um es so leicht zu verstehen. Und das hilft uns natürlich nicht weiter, weil einige Lager dann zu weit weg sind. Ja, aber wie gesagt, ne, ich brauche eine Tabelle dann da wieder. Ähnlich wie im LS19, wahrscheinlich parallel nebeneinander, muss ich mal gucken. So, dass es nachher einigermaßen stimmig und gut aussieht und ja, ist dann wie es ist, ne. Das wirft mich auf jeden Fall wahrscheinlich fast die ganze Woche wirft es mich zurück, ne. Aber ich habe ja gesagt, erstes Quartal, liebe Leute. Und das erste Quartal, ihr wisst es, ist noch bis zum 31.03. würde ich behaupten. Aber so lange wollte ich nicht brauchen. Ne? Sorry dafür. Und jetzt nichts. Karin, vielen Dank für Verschenk von einem Sub. Danke, 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 danke. Und auch Reef Junkie, danke für Verschenk von einem Sub. Ihr seid verrückt, Leute. Danke, danke, danke. Müssen wir noch Steine sammeln? Nö. Ach, dieses. Nee. Müssen wir nicht. So, dann. Müssen wir mal gucken. Wir können doch mal hier in die Halle mit rein, oder? Die Halle soll jetzt ja auch eine Daseinsberechtigung kriegen, oder nerven wir uns dann nachher, dass es irgendwann
dass ich die zu nah platziert habe oder so, aber das geht noch. Ja, ich denke, dass wir jetzt gleich erstmal ein paar Bäume pflanzen, dann haben wir das erledigt. Sonst vergesse ich das wieder. Ein bisschen Hof aufräumen, die ganzen Fahrzeuge, Anhänger, die hier so rumstehen, mal wieder wegsortieren. Ja, gucken wir mal. Haben wir Tobi mit 100 Bits, danke. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank. Kaffee, Prost. Auf euch. Vielen Dank fürs Reinschalten. Prost. Weiß ich nicht, waren Steine auf 44? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, stimmt. Bisschen mehr. Mist, hast recht. Können wir fast gleich wieder losschicken, sobald wir hier... Nehmen wir diesmal den hier, ne? Also das Lager ist in Arbeit. Das mit den Leerpaletten, wie gesagt, habe ich jetzt auch noch mal so weit umgesetzt. Und lagermäßig bin ich, wie gesagt, ne, wenn die Lagerhalle jetzt fertig ist, wenn das soweit passt, dann kann ich das zumindest als Grundmodell mal reinsetzen und dann geht es halt noch mal darum, jedes einzelne Modell noch mal wieder durchzugehen und passend zu machen, dass alles nachher dann auch an Ort und Stelle ist. Dann muss ich mal gucken, was besten Falle nächste Woche, wahrscheinlich aber noch eine Woche mehr, muss ich mal gucken. Moinsen, danke, Moinsen, danke. Weiß gar nicht, will ich das hier reinpacken in die Halle? Ja, ne? Eigentlich von dem zwei haben, ne? Das ist ein bisschen nicht ganz so stimmig. Gut, dass wir das gerade hier, ne, den Steinsammler hier eingepackt haben. Aber von hier kann man auch besser rankommen. Feld 44 ist eine gute Maßnahme. Guten Abend, moin moin. Danke, 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 liebe Leute. Danke, danke, danke. Nochmal jemand, ich sollte nochmal gucken bei dem Labor. Mittel aus Melasse machen. Aber wir haben noch nicht so viel. Lieber jetzt Hefe draußen. Also die Mittel wird ja weiter aus Milch produziert. Ich meine, das passt schon. Passt schon gut. Nächster. Vielleicht brauche ich die demnächst wieder, weil mir dann noch einfällt. Ach, jetzt brauchen wir die Anhänger wieder, aber kommen jetzt erstmal zurück. Ich hätte die, glaube ich, auch eher ins letzte Abteil stellen sollen und hier vorne zum Beispiel den mit dem Drehschemel, ne? Ja, so schlimm ist es nicht. Einmal Steine sammeln, ausleeren. Die Baumsetzlingsmaschine, die ist auch hier vorne, glaube ich, drin. Ne? Eigentlich hatten wir auch gedacht, dass wir hier eigentlich erstmal nur Gewichte hinpacken und jetzt haben wir dann ganz andere Sachen wieder hier als gedacht.
Platzierbare Rübenmiete, weiß ich nicht. Wo sind die? Ja, okay, und hier vorne ist auch die Setzungsmaschine, genau. Nee, da muss man sich eine große BGA gönnen, würde ich behaupten. So, wie gesagt. Ach komm. Sonst sind die immer so schnell, ne? Da dachte ich, der fährt gerade noch rechtzeitig vorbei. Das war nix. Das ist ja noch stimmt. Aber wie gesagt, mein Hof ist noch klein. Naja, gut. Klein ist auch nicht mehr ganz richtig, ne? Aber es gibt auf jeden Fall deutlich größere. So, Paletten, Setzlinge, ne? Hier. Ah ne, die brauche ich nicht. Ich brauche die größeren. 60 Stück oder 40 Stück? 40 Stück mal 30.000. Nehmen wir 60 Stück mal 30.000. Die amerikanischen Ulmen. Die kannst du verkaufen, die Biogasanlagen hier. Kein Problem. Ich glaube zwar nicht, dass du da nachher die große hinkriegst, ne? Wenn man jetzt hier dran denkt, auf dem Gelände, ich weiß gar nicht. Bigger Nord, Bigger Süd, sag mal, ich den falschen Knopf hier immer. Also wenn man die hier, ne, überkaufen, also über das Baumenü anklicken und sagen verkaufen. Ja, guck mal, 652.000 würde man sogar bekommen. Und man hätte natürlich hier die großen Biogasanlagen zum Strom produzieren. Also die produzieren eigentlich das gleiche, wobei man natürlich zwei davon machen könnte. Oder so eine und hier noch eine kleine dazu. Oder halt die große. Aber die große ist tatsächlich für hier auch ein bisschen zu groß, ne? Geht vielleicht noch rein, aber dann kann man nicht mehr dran vorbeifahren. Ist eher für eine größere Fläche geeignet. Bin gespannt, ob ich mir die auch irgendwann verdienen kriege. Und wir die da zum Beispiel beim Rinderhof oben mit platzieren, wenn wir mal irgendwann einen Rinderhof da oben haben sollten. Mal gucken. An der Standard kann man was dran ändern, wenn man sich in Karten XML-Änderungen ein bisschen auskennen. Weil die Biogasanlagen selber sind ja in der Karte verankert. Passt nicht auf die Nord, sagt Karin. Auch schon versucht und geguckt. Schade. Mit Gewächshaus Leerpalette hatte ich da jetzt Leerpalette auch ausgelagert wegen dem Recycling. Bei Kartons. Ich glaube, da war die Holzkiste. Ich denke auch nach der nächsten Nacht werden wir mal gucken, dass wir die Bienen verteilen, die Obstplantagen. Das muss sich ja lohnen, ne? Ich will jetzt ja nicht da zwei, drei Mal hin und her fahren. Ich habe überlegt, ob ich mir noch irgendwie einen LKW nutze, der einfach nur so wie so ein Plane-LKW eben ist, ohne Anhänger, auch mit Autoload irgendwie für Paletten. Man muss ja sagen, man muss ja nicht immer mit dem riesen Kögeltrailer irgendwie durch die Gegend eiern, ne? Um irgendwie mal schnell 10 Paletten oder 5 Paletten irgendwo hinzufahren. Immer mit diesem Riesenanhänger zu fahren, das schockt eben auf Dauer auch nicht so. Da finde ich so einen normalen LKW mit Plane direkt, ne? Ohne Anhänger. Eigentlich ganz stimmig. Muss ich mir nochmal irgendwas raussuchen. Wird der Booster für deine Pellets? Fabrik ist noch ein Punkt. Bei 10% mehr Ertrag. Melasse sollte ich hier hinfahren, ne? Aber wir hatten nicht mehr so viel. Die Produktion, Melasse war doch jetzt. Ich meine, gut, ein bisschen produzieren wir ja noch durch den Zucker da, ne? Aber ja nicht mehr. Ja Gott, Zuckerrüben sind ja lange noch da. Nur die doppelte Melasse-Produktion, die gibt es jetzt nicht mehr durch Sorghum.
Ja, Bienenstock 13. Also mindestens 20.000 müssen also mit sein, damit man jede Obstgeschichte zumindest einbekommt, ne? Und dann 5.000 reichen. Zwei Tage. Soll ich jetzt gucken? Achso. Zuckerfabrik wollte ich gucken. Bin ich von den Bienen wieder abgelenkt worden hier. Ja, 100.000. Das werden wir mal hier rüberbringen demnächst, genau. So, bevor wir jetzt die Bäume pflanzen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder bei 25 Minuten, sehe ich gerade, obwohl das am Anfang alles ein bisschen häufig losging. Und was denn? So. Dein Plan der Auflieger ist ja gar nicht aktuell in Betrieb, ne? Jetzt gucken, wie viel Zellstoff sind. 1,3 Millionen. Also zwei Touren noch, dann war es das mit Hackstütze für die Zellstofffabrik. Ich danke Groma für Verschenken von 5 Subs und damit insgesamt auch 112 Mal gegönnt. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, 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 Leute, für den Support. Mega, mega, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause auf Twitch, auf YouTube. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und tschüss.